Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon den Titel, heute nochmal mit der einzig wahren Legende. Wi-Fi, ich bin nämlich auch dabei. Was geht ab, Leute? Und mein Papa, hallo. Hi. Hi. Ganz kurz, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vor 2 Monaten, 3 Monaten? Ist schon ein bisschen her, ne? Man muss schon sagen, seitdem, früher waren die Haare nur hier weg. Jetzt fängt es langsam hier oben auch schon an. Das, ne? Sieht nur so aus, weil die scheiß Haare so lang geworden sind. Ja, wahrscheinlich lang geworden, klar doch. Ja, das ist jetzt heute auch gar nicht das Thema. Unterbrech mich nicht, Freundchen. Aber ja, Leute, ihr seht schon am Titel. Wir werden uns heute mal meinen Kanal angucken, wie er früher ausgesehen hat. Wir gucken uns meine ersten Videos an, wie generell alles bei mir früher aussah. Du, das ist auch was Neues für mich, weil bis das so 100.000 Abonnenten hattest, hast du mich so einen Scheißdreck interessiert. Yo! Vorher habe ich dir auch gar nicht gesagt, dass ich YouTube mache. Ihr müsst wissen, Leute, ich habe meinen Eltern gar nicht richtig erzählt, dass ich halt so Witze-Videos, so YouTube-Stuff und so mache. Erst als ich 100.000 Abonnenten habe, habe ich denen das erzählt. Erst da aber die auch zuhört. Ich würde sagen, wir labern nicht langsam rum. Wir fangen direkt an und let's go. Wir machen das Ganze über Wayback-Maschinen. Das ist quasi so eine Internetseite. Da könnt ihr euch Webseiten angucken, wie sie halt früher aussahen. Und da gehen wir jetzt erstmal auf meinen Kanal. Und ich werde starten. Wir starten rein im Jahr 2013. Oh shit. Guck mal, mein Kanal hieß damals WiFAD Lachen ist gesund. Der hieß nicht mal nur WiFAD. Ich hatte, gönnt euch Leute, ich hatte 1600 Abonnenten. Junge, was das für Zeiten waren. Ich kannte Flexcraft, Superdude Gamer und The Room. Das waren so meine Bros damals. Du musst dir mal vorstellen, es gab noch kein Kidmave. Ich kannte Revi einfach nicht, Leute. Ich habe mit keinem Kontakt gehabt. Es gab, ja, ohne Mann gab es doch gar nichts. Der Kanal wurde erst 10 Jahre später oder so gegründet. Ich weiß nicht, ich glaube nicht mal iCrimex gab es damals oder Standard Skill. Die haben damals auch noch keine Videos gemacht. Junge, das ist so krank, Mann. Ihr seht es auch hier im Hintergrund. Mashallah, dieser Minecraft-Banner sieht auf jeden Fall schnieke aus. Ich habe damals nur Witze-Videos fast gemacht. Guck mal, ein Witze-Video, noch ein Witze-Video, noch ein Witze-Video. Und zwischendrin irgendwelche Videos, X-Diving for the win. Warte, wir gucken da mal Weil rein. Weil du nichts anderes kannst, Lukas. Ja, aber hat geklappt, oder? Mit 1600 Abonnenten. Ja, genau, mit 1600 Abonnenten hatte ich 3000 Klicks. No front. Dieses Video hat jetzt 8000 Klicks und 200 Likes. Ich hab's natürlich selber geliked. Kuss. So Leute, Elmar vom Start, herzlich willkommen zu einem neuen Mein Kleiner. Da war ich, keine Ahnung, 14 oder so. Und ja, Leute, heute hat ja das Double XP-Wochenende begonnen. Ich bin schon die ganze Zeit wirklich kräftig am Suchten in Black Ops 2. Damit ich heute, morgen oder über... Ist recht, guck mal die Grafik. Das habe ich mit dem Toaster aufgenommen damals. Bis ich 8 schaffe. Richtig geile Aktion, aber morgen werde ich nicht so viel Zeit zum Zocken haben, weil ich endlich wieder ins Schwimmbad fahre. Ja, ja, Leute, unser Freibad macht. Unser Freibad macht auf. Ja, das war normal früher. Das hat man damals Commentary genannt. Man hat COD-Gameplays eingeblendet oder halt erspielt und hat einfach irgendwas dazu erzählt. Morgen auf, ich fieber schon den ganzen Winter drauf, dass dieser Scheißtag kommt, wo das Scheiß-Freibad aufmacht und ich scheiß verdammt nochmal. Ey, das war jetzt dreimal Scheiße nach Gang. Das Scheiß-Freibad. Ich fieber den ganzen Scheiß-Winter schon da drauf, dass das Scheiß-Freibad endlich aufmacht. Und das waren meine kriminellen Zeiten damals, soll ich sagen. Weil da runterspringen kann, wenn ein Scheiß-Dreier oder so. Weil wir haben viermal halt als Hobby, also ich und ein paar Kollegen. Ja, ist okay. Ich war 12 oder so. Ich wollte cool sein. Dann bist du ja bis heute nicht geworden. Also naja. Aber egal, Leute. Lief auf jeden Fall extrem nice. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte vorher noch einen anderen Kanal. So richtig, mein allerersten Kanal. Der wurde anscheinend gehackt und wurde als Bot verkauft. Aber ihr seht schon, Lukas969MC, weil damals habe ich auch schon Minecraft gemacht und so. Ich bin einfach in YouTube beigetreten am 20.02.2010. Das war der allererste Account, den ich jemals gemacht habe. Hast aber ein schönes Bild von dir drin. Hast ein strahlendes Lächeln, Lukas. Aber ja, das war der erste Account. Danach hatte ich noch einen anderen Account. Der wurde auch gehackt. Der hieß nämlich VideogameLoverX3. Frag mich nicht, wie ich auf die Namen gekommen bin. Ich glaube, ich habe den Account sogar verkauft. Ich glaube, ich habe den damals für so 50 Euro verkauft und hat mich halt voll gefühlt. Mashallah, was waren da noch für Videos drauf? Das waren die OG-Zeiten, Leute. Was für ein Spiel. Let's go. MW2, Leute. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Game früher noch gezockt habt. Was? Legende. Modern Warfare 2, Call of Duty. Das war das geilste Spiel überhaupt, Leute. Real Talk. Aus der WiFAD, Lachen ist gesund. Kam dann irgendwann halt nur normale WiFAD. Ihr seht schon, das Logo war schon am Start. Das habe ich dann geändert. Das war früher mein allererstes Logo. Und ich weiß ja, Leute, ich war früher in so einem Snipe-Clan und der hat dann halt irgendwie zugemacht und dann habe ich mir das Logo einfach genommen. Was sieht in einem Snipe-Clan, MW2, Trickshotten und so. Weißt du doch, 360, Silent Shot und so, Intervention, Aquarium. Yeah.
Round Rust, ja, ja. Auf jeden Fall, Leute, habe ich das damals genommen. Habe das dann aber irgendwann geändert in meinen Lachmund, den ich ja bis heute sogar noch habe. Aber da seht ihr mal, der war einfach schon 2013 am Start. Dann ging es aber irgendwann weiter und ihr seht schon, zum nächsten Screenshot, da hatte ich 243.000 Abonnenten. Das war am 10. Februar 2015. Und da ging es dann schon los mit den, oh shit, da habe ich gerade das Suck-It-Video hochgeladen von Geld ist Geld. Oh mein Gott, 18 plus, Karneval-Gewinnspiel. Hätte ich das mal lieber nicht hochgeladen, wäre mir echt viel Scheiß erspart geblieben, Mann. Aber Leute, damals habe ich es rausgehauen. Ihr seht schon, damals ging es halt los. Allein die, oh Digga, diese OG-Abo-Box. Da kann ich dann halt Revi schon, Gomme, Zeronic, Broken Sums. Zeronic habe ich meinen Herr HD-Namen. Wegen Zeronic? Ja, weil irgendwann mal war ein Video, hast du mit dem gemacht, da habe ich unten geschellt, bin hochgekommen. Ja. Der hat doch gesagt, ich soll mit in die Aufnahme kommen. Und irgendwie habe ich dich da immer so ein bisschen, ja, verarscht, so wie immer. Okay. Ja, der hat mir den Namen Herr HD gegeben. Hey, wer? Zeronic! Ne, wer gefragt hat? Ich! Auf jeden Fall, Leute. Krankenkraft, da war hier Giorgio, die ganze OG-Gang, Leute. Two Epic Buddies, mit dem wir früher viel gemacht. KS-Freak auch. Pixelwolf, das ist einfach Justin von heute. Beiseite Geringverdiener. Aber ihr seht schon, Leute, da ging es halt langsam los mit diesen ganzen Comedy-Videos. Lachflash, die besten Diss-Sprüche, was ich alles gemacht habe. Hier Varo, Minecraft Galaxy, Dump-Hit-Challenge mit meinem Papa. Das war wirklich ein legendäres Video. Okay, Leute, dann ging es auf jeden Fall weiter ins Jahr, wo sind wir jetzt? 2017. Und ihr seht schon im Hintergrund, da ging dann der OG-Content los. Das ist ja so den Stuff, den ich überwiegend heute auch noch mache. Ihr seht schon, in der Abo-Box Revi am Start. Denergy war da, glaube ich, erst am Start. Da habe ich mit dem schon Videos gemacht. Da war schon iCrimex am Start. Lustigerweise, Max aus iCrimex hatte mir eine E-Mail geschrieben. Wer schreibt E-Mails, Digga? Er hat mir früher eine E-Mail geschrieben, ob wir mal ein Video zusammen machen können. Da war ich gerade in Australien. Grüße gehen raus an den kleinen Fanboy. Und seitdem sind wir halt auch einfach richtige Freunde geworden. Richtig crazy. Pro uns, mit dem war ich sogar früher in meinem Urlaub. Weißt du das noch? Mhm. Dr. Banks, auch schon OG, Leute. Ich kenne Banks auch schon so lange. Alpha Popo, also Alpha Stein, auch immer noch richtig guter Freund. Mit Logo habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Und Schmocki, Kuss, der ist ja heute auch noch absolut am Start. Und Digga, wie wenig Videos habe ich früher gemacht? Vor 3 Wochen, vor 2 Wochen, vor 4 Tagen. Da warst du schon ein fauler Hund. Ja, aber da war ich doch hauptberuflich YouTuber. Warum habe ich da nicht durchgezogen? Fauler Hund. Hä, warum habe ich so wenig Videos gemacht? Ist voll krass. Ich bin nie interessiert, was du machst. Warum, Junge? Natürlich. Was hat mich natürlich interessiert. Ach, komm, laber mich nicht. Voll natürlich interessiert. Ah, doch, bei 700.000, da ist das genauso wie mit deinen Freunden. Ab da wird es interessant für mich, weil du Fame bist. Egal, weiter geht's. Ihr seht schon im Hintergrund, im August 2018 habe ich ja dann, oder ich glaube einen Monat vorher im Juli, die 1 Million Abonnenten geknackt. Und ihr seht schon, Junge, was ich damals so Klicks gemacht habe. Boah, shit, Mann. Nach einem Tag 270.000, nach 4 Tagen, mit einem ganz normalen, mit einem sticknormalen Fortnite-Video, 360.000. Das ist krass. Die Klicks erreiche ich heutzutage nur noch, wenn ich Videos mit meinem Papa mache. Das war ein Joke, ich hoffe, ihr versteht den. Fame auf meinen Nacken. Fame auf deinen Nacken, wahrscheinlich. Es ist so krass, es ist einfach schon 3 Jahre bald her oder 2,5 Jahre her, als ich die 1 Million geknackt habe und jetzt sind wir fast schon 2. Wie schnell? Du bist ja niemals bei 1,9, also red nicht von fast schon 2. Ich bin bei 1,87. Ja, ist das 1,9? Leute, lasst bitte auf Ehren ein Abo da. Aber sehr, sehr wild. Real Talk. Das waren mit die, guck mal, alleine Standardskill. Was hatte der für ein Logo drin? Revi hatte noch. Was ist das für eine Dartscheibe? Ja, das war so eine Dartscheibe. Das war Standardskill sein Logo. Mich würde mal interessieren, kann ich draufklicken? Versuch mal. Warte, wie viele Abos Standardskill damals hatte? Im August 2018. Oh, das geht! 1,6 Millionen Abos hatte ich da. Yo, was hat der für ein Banner, Leute? Und diese Klickzahlen. Boah, shit! Nach 20 Stunden 600.000. Nach einem Tag 700. Ja, ja, Digga. Die Junge, wird denn die Klicks heutzutage noch haben? Ich weiß nicht, wie viele Klicks er macht. Das, ja, hier. Ja, jetzt nicht mehr, aber das war voll krass. Warte, wir checken mal kurz iCrimex. Da war, wo der Hype war, ne? Ja, da war Stani halt übertrieben. Wirklich, der Fortnite komplett zerrissen, Leute. Nach einem Tag 180. 80.000, 120.000, 150.000. Mashallah, Bruder. Bei dem lief auch schon richtig gut. Und du, Loser. Hey, bei mir war auch krass. Nach einem Tag 300.000, 360.000. Video mit meiner Omi nur 60.000. Was war denn da los? Aber ganz egal, das lief auf jeden Fall insgesamt überkrank. Okay, Leute, 2019 lädt gerade nicht so ganz. Man sieht auf jeden Fall 1,47 Millionen Abonnenten. Und ihr seht schon, wenn ich du wäre, vor 3 Wochen 1,1 Millionen Klicks. Junge, was ging da bitte ab, Mann? Komplett schau. Und da war Kidmave da. Warte, wir klicken mal auf Kidmaves Channel. Vielleicht klappt es bei... Ja, Mann, bei Kidmaves klappt es. Ist zwar alles auf Russisch, aber es ist mir scheißegal. Solange bei arabische Ehrenbrüder mein Name steht. Habibi. Auf jeden Fall auch bei Achmed. Junge, diese Klicks. Leck mich am Arsch. Das ist so krank gewesen. Als der Fortnite-Hype war, jeder hat einfach alles zerrissen, Leute. So, so heftig. Tja, Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen. Sorry. Geht wieder? Ja. Tja, Leute. Ah, nicht! Ich hör jetzt auf. Auf jeden Fall, Leute. Tja, Leute!
Alter, scheiße. Auf jeden Fall, Leute, hier im Hintergrund seht ihr jetzt nochmal den Kanal, wie es jetzt aktuell aussieht. Ich muss sagen, Leute, ich bin übel stolz darauf, was wir da alles gemeinsam erreicht haben. 1,87 Millionen Abonnenten haben wir jetzt inzwischen schon. Mashallah. Die Klicks laufen immer noch absolut Schock, Leute. Klar, Fortnite Hype war nochmal was anderes. Da lief es natürlich nochmal eine Nummer krasser, aber ich bin echt happy, wie momentan noch alles läuft. Deswegen auch mal Kuss an euch, die hier jeden Tag meine Videos gucken. Und ja, ich würde sagen, habe ich eigentlich ganz gut gerissen, oder? Super, vielen Dank. Deine Meinung ist mir echt wichtig. Ja, ist ja wohl gut, oder nicht? Du musst jetzt mal sagen, dass es gut ist. Ach, komm, ist ja alles in Ordnung. Aber ein Video will ich dir noch zeigen, okay? Pass mal auf. Ja, ich habe hier noch so einen kleinen Kanal. Der wurde zwar, glaube ich, auch gehackt, aber ich habe hier einmal ein Video hochgeladen, wo ich in Mayen vom Fünfer gesprungen bin. Da, da bin ich. Da, guck. Da hatte ich immer so eine Blümchenhose an. Kuss. Ja, gut. Guck. Schöne Arschbombe gemacht. Putz. Der spritzt. Aua. Der ist bis zum Fünfer gespritzt. Da war ich immer stolz drauf früher. Und gönn dir. Yo, what's up? It's Honor for Rate Music here now to say thanks for Und jetzt einer meiner auch heute noch immer noch besten Freunde, Dominik. Da haben wir bei ihm gezockt. Und wir fanden das so lustig, weil er hat den Controller falsch rum. Im Nachhinein, das war so cool. Das waren früher die qualitativen Videos, die ich hochgeladen habe. Aber mach gerade mal das Video an. Yo, what's up? It's Honor for Rate Music here now to say thanks. Du warst damals schon ein bisschen fülliger, ne? Ich war nicht fülliger. Du warst fett. Nee, ich war nicht fett. Ja, dann guck doch mal. Yo. Da bin ich immer noch dünner als du jetzt. Kleines, dickes Kind. Ja, großer, dicker Mann. Oh, shit. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin auf jeden Fall stolz, was wir alles gemeinsam erreicht haben, Leute. Deswegen echt nochmal ein dickes Dankeschön geht raus an euch. Hey, Owner of Rave Music here, and I want to say thank you. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Schaut gerne beim Instagram von meinem Papa vorbei. Wie viele Abos hast du da jetzt? Ja. Interessiert sowieso keinen. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.